was wollt ihr dafür haben? Also was wir haben wollen, ist eine Handelslizenz vom freundschaftlichen Verhältnis her sind wir ja eigentlich ungefähr so wie mit Budapest. Deswegen denke ich mal, ja, ich werde halt in Gottes Namen meine 12.000 raushauen müssen. Und dafür fordere ich halt eben ein Handelsabkommen. So, mit 12.000 Silberlingen schlage ich ihm das jetzt einfach mal so vor und guck mal, was er davon hält. Ich nehme so euer Angebot an. Er nimmt mein Angebot an, das ist schon mal nicht schlecht. Damit haben wir schon mal die Grundlage des Handels. Und hier sehen wir beispielsweise... So. Hier sehen wir beispielsweise die Möglichkeiten des Handels. Früchte hier. Früchte bringen uns einen Ertrag von 100 Silberlinge pro Fass. So, das ist schon mal nicht schlecht, aber im Verhältnis natürlich gesehen zu Budapest jetzt irgendwie wie, kann man sagen, Getreide. Deswegen würde ich sagen, Budapest können wir vielleicht erstmal. Was haben wir denn? Moment, was haben wir denn hier an. Warte mal, erstmal meinen Händler auswählen. Handel. Wir haben 108 Fässer. So, was macht denn Ziegel oben aus? Wir haben ja Ziegel bei uns hier, wenn ich das jetzt einkaufen würde, von 27 Silberlingen. In Konstantin könnte ich sie verkaufen für 68, eigentlich das gleiche. Das ist in Ordnung, das ist eine gute Summe. Damit kann ich leben. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen einfach mal die Ziegel mit. Aber, wobei, wir nehmen erstmal die Ziegel mit. Gucken dann, wann sich der Preis erhöht. Wir haben 100 Fass und es ist immer noch so, wir sind immer noch bei 27. Das ist gut. Das ist richtig gut. Und dann bewegen wir unsere Hände einfach mal nach da oben. Und ganz ehrlich, er braucht nach Konstantin nicht wirklich viel schon länger unterwegs. Wie nach Budapest. So, das ist schon mal eine Sache. Was haben wir denn als nächstes? Handelslizenz erlangen. Ach so, genau, richtig, richtig. Wir müssen die 300 Fass in Summe verkaufen, um mit unserer Kampagnenmission Fortschritt zu erwirken. Da muss ich mal noch gucken, da werden wir noch irgendwo was bauen. Ich weiß nicht, im Sinne von Holz oder Mineralien, das werden wir noch sehen. Jetzt muss erstmal unsere Händler ankommen und dann würde ich sagen, verkaufen wir erstmal. Was habe ich gerade eben? Genau, Ziegel. So, da hätten wir schon mal unsere 100 Fass Ziegel. Die haben wir verkauft und damit sind wir doch schon unterwegs. Eigentlich wieder einen relativ beachtlichen Betrag reicher. Wir müssen das halt auf jeden Fall halten oder halt eben im besten Fall noch verbessern, weil in der Vorschau, da habe ich halt so ein bisschen abgestunken. Es tut mir leid, es kommt vor. Ich stehe so mit der Wirtschaft auf Kriegsfuß irgendwo so ein bisschen. Da haben wir beispielsweise die Holzfäller, Effizienz einstellen. Durch das Herabsenken der Effizienz wird die Produktion einer Ware gesenkt, ohne Arbeiter zu entlassen. So, jetzt ist natürlich wahrscheinlich so, dass hier jetzt ja einfach nicht so viel, mega viel Holz in der Umgebung ist. Deswegen hätte ich gesagt, wenn wir eine neue Stadt gründen, hätte ich einfach gesagt, dann machen wir in Sofia den Holzfäller weg und klatschen dann eine Stadt mitten in den Wald rein, wo ordentlich Holz drumherum ist und machen dann gleich mal zwei, drei Holzproduktionsstätten. Das können wir ja machen, das ist ja kein Problem. So, aber vorerst macht das Ganze hier erstmal Minus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unproduktiv. Das kriegen wir aber sicherlich im Laufe der Zeit irgendwo hin. Produktion auswählen. Okay. Da müssen wir dann auch mal gucken. Selbst wenn wir die Produktion hier in Sofia auflösen werden, was wir da eigentlich dann zukünftig produzieren wollen. So. Jetzt pass auf. Stadtdialog. Handel. Da sind wir ja immer noch bei 134 bei den Metallen.
Metallen. Also da drüben wird es, kann ich jetzt gerade nicht auswählen, da ich keinen Spion oder Händler in der Nähe habe. Aber ich denke mal, es wird immer noch auf das Gleiche hinauslaufen. Genauso wie bei den Ziegeln. Und ich glaube tatsächlich, dass ich von den Ziegeln noch viel, viel mehr transportieren werde. Deswegen benehme ich jetzt einfach mal hier den Händler und sage Handel, Ziegel, 27 haben wir da immer noch und immer noch bei 100 fast. Perfekt. Das ist genial. Das ist mega. Exquisite. So, Händler unterwegs. Dann haben wir hier unsere nächste 100 Fass, die wir hier ausliefern. Ich glaube, irgendwo so in der Videovorschau war auch die Wahl der Ware, war glaube ich auch mein Fehler, wenn ich das richtig habe sehen können in Videos. Das ist ja auch so mal wieder, du überlegst ja echt im Nachhinein, oh, was hast du da gedreht, was hast du da geredet? Aber ja, dann ist es halt schon zu spät, nicht wahr? So, 200 Fass und 300 Fass haben wir verkauft. Wir schicken ihn zurück. Exquisit. 4. Dann hätte ich gesagt, wir machen das gleiche gerade nochmal. Da haben wir Handel mit 68. Und wir kaufen ja das Fass pro Fass kaufen wir für 27. Das sind ja 41 Silberlinge pro Fass mehr. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. So, Spielhinweis. Deine laufenden Kosten übersteigen deine Einnahmen durch Handel und Steuern. Das hatten wir dann schon mal in der Videovorschau. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie kompensiere. So, 27 Silberlinge pro Fass bis zu 100 hoch. Perfekt. Damit werden wir dann unser letzten 100 Fass sehr wohl ausliefern. Und hätten dann auch diese Quest erfüllt. Aber natürlich müssen wir schauen. Ich denke aber, dass wir schon zu dem Zeitpunkt der Vorschau, glaube ich, stand ich, glaube ich, schon schlechter da im wirtschaftlichen Sinne. Deswegen ist erstmal okay für mich. Handel, wir verkaufen die Ziegel. So. Und ich weiß es nicht. Vom Geschäfte machen. Es ist gut, wenn du einen Freund hast. Doch viele Freunde sind noch besser. Mit einem jeden sollst du Handel treiben, dass dein Reichtum stetig wachse. Dein Volk wird dankbar sein, wenn's auf dem Markte viele Waren gibt. Und vom Gewinn kannst du bald weitere, größere Schritte tun. Und natürlich wird ein Schritt sein in militärische Richtung. Ich brauche sicherlich irgendwann meine ersten Regimenter. Aber momentan geht es jetzt erstmal noch um den Handel. Die Stadt Konstanta ist ein Handelspartner geworden, genauso wie Budapest. Nun sollst du weitere Abnehmer für deine Waren finden, um deinen Gewinn zu vergrößern. Meine Aufgabe erstmal fürs Erste, finde weitere Handelspartner, sodass du über insgesamt 4 Handelslizenzen verfügst. Das heißt also, wir brauchen noch mindestens 2 Lizenzen. Am einfachsten trittst du mit Städten in Kontakt, denen Sofia bereits eine Straßenverbindung hat. Ja, von der Bewegungsgeschwindigkeit des Händlers sicherlich, keine Frage. Aber es muss ja nicht immer eine Straße geben. Man kann eine Straße auch anlegen. An der Stelle sage ich jetzt mal, ich weiß noch nicht, wie ich die ganzen Let's Play-Folgen rendere. Die Themen, die ich euch angekündigt habe, die werden im Laufe der Zeit kommen. Ich weiß noch nicht wann, das hängt auch ein bisschen von der Kampagne ab. Oder ansonsten hätte ich halt einfach gesagt, wir machen ein freies Spiel. Oder die dritte Möglichkeit ist, ihr kommt einfach mit mir in ein Multiplayer-Spiel, ein freies Multiplayer-Spiel und gemeinsam bauen wir eine Karte auf, jeder sein eigenes Reich sozusagen. Wir kriegen uns, handeln uns miteinander diverses Elektrospielzeug und so weiter und so fort. Ne? Also Spielzeug für Männer auf jeden Fall, das muss sein. Ja, lasst mich einfach mal überraschen. Wir sehen uns auf jeden Fall in Bälle wieder. Wie gesagt, ich weiß momentan noch nicht, wie ich die Folgen rendere. Da muss ich mich erst noch auf die Gegebenheit einlassen.
Aber wir sehen uns, würde ich sagen, auf jeden Fall morgen wieder oder gleich wieder. Ich weiß nicht. Also, ich sage erstmal Tschüssikowski. Guten Morgen. Zumindest mal ist hier morgens am Sonntag und ich dachte jetzt einfach mal so ein bisschen zum Chillen. Kann man gerne mal eine Runde Gracious for the Evil spielen. Dazu herzlich willkommen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Genau, wir haben hier nämlich einen Bautrupp geordert. Damit wurde ja auch diese Straße nach Konstanta gebaut. Und in Konstanta selber ist dann auch unser Händler. Den brauchen wir wieder zurück in Sophia. Es sei denn, halt Moment, es sei denn. Jetzt haben wir Geschwindigkeit 0,1, das ist in Ordnung. Das ist schön langsam, damit kann ich leben. So, achso, nee, genau, mein Händler, der hat 0 von 100 Fässern. Das heißt, ich kann den mal hier runter schicken zu unserer Hauptstadt. Handelsbündnisse müssen wir weiter erlangen. Dazu ist auch ein bisschen was hier auf der Karte markiert. Ich werde jetzt tendenziell, ehrlich gesagt, mal hergehen und vielleicht einfacher mal... Moment, genau, hier richtig, ein Gasthof. Ich würde eigentlich gerne einen neuen... Siedler, Bautrupp, Händler. Nee, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich einen... Seid bewährisch mit einer Runde. Was, wollt ihr ein Spielchen mit mir wagen? Dann legt bitte euren Einsatz fest. Ich setze den gleichen Betrag, der Gewinner bekommt alles. Aha. Nee, oder? Doch. Das Niedrigste sind 1500. Komm, das setzen wir jetzt mal. Ihr seid im Zug, setzt euren Stein. Anleitung. Machen wir mal mit LT. Erobere möglichst viele Steine deines Gegners. Dazu legst du deinen Stein mit einer Seite an den deines Gegners an. Ist der Seitenwert deines Steines größer als der Seitenwert des gegnerischen Steins, schlägst du diesen Stein. Ein auf diese Weise umgedrehter Spielstein kann außerdem nun noch seine Nachbarsteine umdrehen, wenn diese kleinere Seitenwerte haben und ebenfalls dem Gegner gehören. Versuch also, mit einem Zug möglichst viele Steine deines Gegners zu schlagen. Nachdem jeder Gegner 12 Steine abgelegt hat, gewinnt derjenige, dem die meisten Steine auf dem Feld gehören. Also im Prinzip, es gibt 12 Runden, könnte man sagen. Oh, ich habe einen Aufnahmetimer vergessen. So, jetzt können wir weitermachen. So, ja, also da wird keine Seite größer sein. Die sind gleich groß, deswegen wird sich da, ich glaube, ich gehe jetzt vielleicht auch einfach mal in die Ecke. Und dann warte ich einfach mal, was der da bringt. So, aha. 4. Da müsste ich aber eigentlich... Oh. Okay, jetzt hat er meinen gedreht. Verdammt, Jungs. Verdammt nochmal. So, meins. Ah, nein. Das Problem ist, von oben ist er größer, ne? That's a problem, Houston. I think, da weiß ich noch nicht, was wir da machen können. Ich hätte vielleicht gesagt, wir legen den mal dahin. Der ist nämlich eigentlich sicher. Und dann könnten wir eigentlich den dahin legen. So, perfekt. Nee, nicht so perfekt, aber... seufz. So, die gehören mir. So, hier unten haben wir... Ja, das wird nicht funktionieren. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir gehen nach hier oben, ne? So, dann hätten wir den 3-3. Ja, das wird nicht funktionieren, wenn ich das Spiel richtig kennengelernt habe. Was machen wir denn da? Das sieht nicht so pralle aus. Ich gehe jetzt trotzdem mal daher. Ah, okay. Also er wird prinzipiell übernommen, aber dem hier passiert halt nichts. So, da haben wir 4 Steine. Du Scheiße, ich bin langsam voll. Kein Plan. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal dahin. In der Hoffnung, ja, das ist gar nicht mal so blöd. Das hier wird jedenfalls nicht funktionieren. Also habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, hier hinzugehen. So, 2-2. Hier bin ich größer. Hier bin ich gleich. Würde ich sagen, dann gehen wir einfach dahin. Perfekt. Böse, 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 böse. Ja.
Das sieht nicht so gut aus. Warte mal.